Einen schönen guten Abend, grüß dich alle miteinander. Ich bin der Didi Pattis, ich bin Bezirksjugendreferent hier im Eisacktal. Wir haben heute hier das erste Politaperitif bei uns im Bezirk, mit dem Landeshauptmann. Er ist sozusagen unser Stargast heute. Wir sind schon alle ganz fest gespannt, auf was er uns erzählen wird, wie er auf unsere wirklich kritischen Fragen antworten wird. Und ich darf einfach sagen, viel Spaß bei unserer Veranstaltung. Heutzutage ist ein bisschen kritischer. Es liegt Ihnen sehr am Herzen, dass in der Politik etwas weitergeht. Was sagen Sie dazu? Ja, Gott sei Dank ist die Jugend kritisch. Wenn wir immer nur an der gleichen Stelle treten würden, dann würden wir nicht weiterkommen. Es ist wichtig, ich glaube, dass wir rausgehen und mit den jungen Leuten ihnen auch die Möglichkeit geben, mit dem Landeshauptmann zu reden. Das ist ganz wichtig, dass man auch in Bezug zum Chef, sage ich mal, und zu der Politik allgemein, ist allem gut, wenn man mit den Leuten redet. Stellst du heute eine Frage an den Domweiler? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich bin zufällig vorbeigegangen und jetzt schaue ich mal um, was er so sagt. Nicht? Ich glaube schon, dass er für die Jugend da ist und auch die Fragen der Jugend und auch die Fragen der Jugend kennt und auch sie in seine Politik aufnimmt. Aber es ist sicher heute auch eine gute Gelegenheit, ihn nochmal sozusagen ein bisschen auf die Füße zu treten und zu sagen, was seien die Fragen und wie wirst du mit denen in den kommenden Jahren umgehen? Wir kämpfen für einen Sprachenwechsel in der Landesregierung, weil viele ältere Leute schon drin sind und ich hoffe, dass der Wechsel stattfindet. Lieber Landeshauptmann, ich bin 24 auf Wohnungssuche. Mietpreise sind skandalös, Mietbeihilfen soll es auch keine mehr geben. Wie lange soll ich noch bei Mama wohnen? Sie haben vollkommen recht. Wenn jemand heute nicht die Eltern oder einen Verwandten hat, wo er was erbt oder ihm was geben oder ihm was helfen, dann ist ein Junge fast nicht mehr in der Lage, eine Wohnung zu kaufen. Wenn ich 600 Euro Miete zahle, dann muss ich schauen, wie sonst über die Runden komme. Dann habe ich noch nichts gegessen, dann ist die Wohnung noch kalt. Dann habe ich noch kein Auto, bin noch nicht ausgegangen und dann nichts zu umlegen. Das ist jetzt natürlich krass formuliert, aber welche konkreten Sachen will man in Zukunft tun? Auch Mietkostenzuschüsse können Sie dem sagen. Gibt es auch in Zukunft und die Wohnungspreise und die Mieten werden mittelfristig zurückgehen. In Bozen kann ich Ihnen sagen, dass die Preise bereits wesentlich zurückgegangen sind. Und wenn die Preise zurückgehen, gehen auch die Mietkosten zurück. Das heißt, gehen auch die Mietpreise zurück. Nur in guten Zonen oder in sehr guten Zonen, dort werden die Kosten weiterhin steigen. Schaut Sie, liebe Jugendliche, Zuerst mit allem sollte fertig machen, bevor etwas Neues will. Ja, ich muss euch sagen, dass es mir eine närrische Freude bereiten würde, wenn wir einige jugendliche Vertreter im Landtag hätten. Wenn wir wollen auf unsere Zukunft denken, dann brauchen wir junge Leute, die motiviert sind, die vorbereitet sind, die vor allem einen gewissen Schliff haben dann in der Politik. Und deswegen, die jetzt nicht gleich die zwei, was denn da sein, es seien andere auch noch, Jugendkandidaten auf der Liste, die jetzt wählen. Unsere Devise lautet, seid weiter kritisch, was unsere Zukunft betrifft und natürlich am 26. Oktober wählen gehen. Danke, Enke Halle, fürs Kommen und einen schönen Abend noch. Von einer Frage beantwortet worden? Wohl im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass die Themen waren recht gut gewählt und wohl hat mir schon gefallen, die Landeshauptmannrede und die Antwort gestanden ist.